Zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear. Ja, no, genau. Licht. Alter. Was ist euer Problem? Da. Hallo? Tür? Die war doch irgendwo hier hinten. Da ist sie. Jetzt muss ich gerade selber gucken. So. Da. Ich sehe einfach mal gar nichts. Nee, ich gehe hier wieder raus und ich gehe nicht ab. Hä? Gibt hier einfach mal kein Licht? Ja, hier ist eine Wand. Und? Ey! Lasst mich hier raus! Da! Was ist das? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Der hat Haut genommen. Läuft bei dem Dude. Und was zu dem Zimmer passiert? Hast selbst jetzt verloren, du verdienst. Alter. Okay. Das sieht aus wie zwei Flamingos. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Ach, das, was er gerade gesagt hat. Okay. Da liegt noch ein Zettel. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Das sind fucking Flamingos. Flamingos. Ey. Das Spiel macht mich kaputt. Formlose Träume. Hier waren wir schon. Okay. Danke, Geist, dass du die Tür zumachst. So, wo fahren wir hin? Hoch oder runter? Okay, es geht nur in die eine Richtung.
Nein. Nein, nein. Ich will nicht aussteigen. Bleib da, falls ich wieder runter muss. Das einzige Farbenfrohe ist eine Vase. Warum? Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihre Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Haupttransplantat ist extrem heikle Angelegenheit, bla 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 bla. Okay. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Was? Was zum... Da drinnen brennt's. Müssen wir doch hier hoch. Boah, wie ich krach durch den Boden. Das hört sich nicht gut an. Brennt da unten Möbel. Oh nee, Babygeheule. Ernsthaft? Ich will das nicht aufmachen. Ich mag sowas gar nicht. Horrorspiele schön und gut, aber nichts mit Kindern, bitte. Ich hab selber drei. Raus hier aus dem Zimmer. Mach zu! Blöder Geist. Was steht da? Entscheide dich. Ja, für was denn? Du Dulli.
Warnsignal. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Naja. Hier ist schon wieder der Elchkopf. Der macht mir ein bisschen Angst. Der fällt bestimmt gleich runter oder sowas. Boah. 29,14. 1914. Ja gut, Kriegsveteran. Kann man mal machen. Okay. Okay, okay. Hier ist noch Licht. Was macht der? Meine Güte! Ich wusste es, dass der runterfällt. Ich wusste es. Ah, geht ja gar nicht. Geht nur 10 an Schritten. Warte mal, 1, 6, 5, 10, 60, 50 wäre das dann. Das. 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 Nein. Meine Güte, ey, das ist doch... Steht auch nichts hinten drauf. Was ist in dem Safe? Hier gibt es nirgendwo irgendwie eine Nummer oder so. So, und jetzt komme ich. Kann ich den Safe nicht mehr öffnen? Scheiße. Okay. Oh. Das sieht interessant aus.
Macht das Bild auch irgendwas? Nö. Gut, bevor wir aber durch diese Tür gehen, war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da, lasst Kommentare da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag. Bye, bye.